Das hat ein bisschen Staub aufgewirbelt. Mal schauen, ob wir den Staub wieder auf den Boden bekommen. Philipp Amthor im Studio, CDU-Bundestagsabgeordneter. Ich grüße Sie ganz herzlich. Willkommen. Hallo. Sie haben sich in einer allerersten Reaktion erstaunt gezeigt, ob diese Aussage. Ich vermute mal, das Erstaunen hat nachgelassen. Sie haben darüber nachgedacht und sind zu welchem Schluss gekommen? Naja, ich habe dann in der Tat nach meinem ersten Erstaunen mir mal das ganze Interview angeschaut, was auf jeden Fall ratsam ist. Und da muss ich sagen, das war ein Interview, so wie ich es von Ralf Brinkhaus kenne, nämlich ein gutes und differenziertes Interview. Es ging ihm nicht im Kern um die Frage, wer 2030 Bundeskanzler wird, sondern es ging um Werte und was das C für uns in der Partei bedeutet. Und dann wurde er eben gefragt, ja, können Sie sich denn vorstellen, dass 2030 ein Muslim Kanzler für die CDU ist? Und dann hat er, wie ich finde, auf das rechtliche Dürfen abgestellt und gesagt, ja, ausschließen kann man das nicht. Und insoweit würde ich sagen, ich würde das jetzt nicht überbewerten. Und ich glaube, gerade für die anstehenden Wahlen im Osten haben wir andere Themen als das. Nichtsdestotrotz, können Sie es sich vorstellen? Also ich würde sagen, das ist wirklich eher eine theoretische Frage, die in ihrer praktischen Anwendung eher begrenzt ist. Also klar ist, auch Muslime können Mitglied der CDU werden, aber in der Tat sind es ja durchaus. Und deswegen haben wir dort auch, sind offen für Engagement, aber in der Tat ist die Frage, wer 2030 wie und wo Kanzler ist, jetzt erstmal eine sehr theoretische und ferne Frage. Und ich würde das nicht so verstehen, wie das jetzt mancher geneigter Betrachter macht, dass man sagt, wir machen uns da klein vom politischen Islam, sondern wir haben da eine ganz, ganz klare Meinung und sagen, an vielen Stellen gibt es auch Punkte, die Vertreter des politischen Islams haben, die mit unseren Themen nicht vereinbar sind, gerade im Bild von Frauen, gerade im Hinblick auf Umgang mit Kindern. Ganz kurz, aber die würden sich ja kaum in der Union bei Ihnen wiederfinden. Ja, so ist es, in der Tat. Und deswegen, ich würde sagen, also auch Ralf Brinkhaus hat nicht die Glaskugel, um zu schauen, wer 2030 Kanzler ist. Er wurde gefragt, ist es denn möglich, dass es auch ein Moslem ist? Und ja, auszuschließen ist das nach schon ein paar Parteienrecht nicht, aber in der Tat, dass das jetzt nicht das wichtigste Thema dieser Tage ist, ist, glaube ich, klar. Herr Amthor, Sie sagen, er hat ein gutes Interview gegeben. Er kann da aber auch kritischer drauf schauen und sagen, er hat sich in eine Falle locken lassen und hat eine Debatte losgetreten, die zu einer Zeit kommt, wo sie überhaupt nicht gebraucht wird. Ja, natürlich, man kann natürlich immer sagen, als Politiker müssen wir immer Teflon machen und jede Frage abwehren. Das wäre eine Möglichkeit, aber ich finde, hier hat er sich auf einen Standpunkt gestellt, zu sagen, ja, theoretisch ist das möglich und das wird jetzt so interpretiert. Ich würde, wie gesagt, sagen, auch weil ich Ralf Brinkhaus kenne und schätze, ich habe nicht den Eindruck, dass er jetzt hier irgend so eine Debatte lostreten wollte. Und ich würde das jetzt nicht überbewerten. Nichtsdestotrotz, man merkt es ja an Ihren Aussagen schon, Sie versuchen auch, das Ganze ein bisschen einzufangen, weil Sie eben auch sagen, mit den Wahlen, die wir vor der Brust haben, insbesondere in Ostdeutschland, ist das eine Debatte, die wir jetzt nicht gebrauchen können. Da klingt aber auch ein bisschen Angst davor. Nein, das hat nichts mit Angst zu tun. Ich glaube, nur realistischerweise sehen die Leute im Land, es gibt doch andere Themen, wenn wir über den starken Staat zum Beispiel reden. Das ist was, was die Leute bewegt. Wie geht es denn eigentlich weiter mit der Polizei, mit den Sicherheitsbehörden? Und jetzt zu fragen, wer wird 2030 Bundeskanzler? Darf man beim Fasching noch ein Indianerkostüm anziehen? Also wenn man da die Zeitungen dann liest der letzten Tage, dann habe ich den Eindruck, uns muss doch ziemlich gut gehen, wenn das die Themen sind, die man so groß diskutiert. Also man kann theoretisch drüber sprechen, das ist auch okay. Ich finde, die Aussage von Ralf Brinkhaus ist vertretbar, aber wir haben in unserem Land ganz andere Schwerpunkte, an denen unsere Fraktion arbeitet. Herr Amthor, danke, dass Sie im Studio gewesen sind. Ihnen eine schöne Restwoche noch. Dankeschön.